Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 mit Madame Mark auf der nordfriesischen Karte. Wir sind hier immer noch live dabei, nicht live, sondern wir sind hier immer noch dabei, Geld zu verdienen für unseren, wie nennt sich das, für unseren Flucker, für unseren Maisflucker, für die Sämaschine, für den Drescher, weil wir nämlich auf Feld 17 aktuell Sonnenblumen draufstehen haben. Und da ja unbedingt Pappeln drauf sollen, brauchen wir dann den Pflücker, der kostet 38.000 Euro oder irgendwie sowas, also jetzt auch nicht so viel Geld. So dass wir, wenn ich jetzt gleich hier ein, zwei Anhänger Dings verkauft habe, Schration, denke ich mal, dass der Maisflücker da wohl drin sein soll. Denke mal jetzt auch wahrscheinlich mit der ersten Fuhr konnten wir die 38.000 Euro schon knappen. Weil eine Tour, also ein Kipper bringt uns 1,5 pro Tonne oder 1,7, weiß ich gar nicht genau. Bei der Menge, die wir da drauf haben, sollte das, denke ich mal, wohl drin sein. So, dann stauen wir den hier hin. Sagen, zack, speichern. Hof aus zu Hafen, speichern, schließen, Kursaufzeichnung beginnen. So. Fahren wir nämlich mal hier außen rum, wer weiß, was hier noch alles dazu kommt. Dann habe ich natürlich auch den wendigsten Schlepper mitgenommen, muss ich ja mal gnadenlos anerkennen bei mir. Der ist jetzt nicht so der wendigste. Aber nein, nützt ja nichts. So. Gucken wir mal, wie viel das gibt. Ich hoffe, ja, haben wir jetzt schon zusammen. Ja, das gab 70.000. Was wollen wir denn mehr? Hat uns 70.000 Euro gebracht, das ist das Supi. Da können wir uns doch nicht beklagen. Hafen über ab. Über vier. Schließen, Kursaufzeichnung beginnen. Ich weiß, dass der Johnny wieder Material braucht. Aber das kann A nicht mehr viel sein. So dass ich jetzt auch erst den JCB wieder on Tour schicken möchte. Weil dann haben wir genug Puffer auf dem Konto. Und wir müssen leider mal gucken, ob wir nicht in der BGA noch eine Schippe reinschmeißen müssen. Weil das läuft ja auch so nebenbei und nebenher mit. Und umso besser die BGA läuft, umso besser ist es halt. Dann haben wir halt Gülle und alle dabei. Das ist alles das, was wir brauchen. Was wollen wir mehr? Hier ist halt auch noch Platz satt. Ich will die Waschanlage aber eigentlich am Hof haben, weil ich fahre nicht jedes Mal bis nach hier hinten. Das ist mir zu aufwendig. Da kannst du dann doch lieber den Hochdruckreiniger nehmen. Die Waschanlage kostet 70.000 Euro, ist in der Unterhaltung relativ günstig pro Tag. Also ist jetzt nicht so teuer. Und natürlich, wir können halt eben mal mit dem Gespann hier einfach reinfahren und fertig. Dann läuft das 30 Sekunden und dann ist das fertig. Das könnte man halt machen.
Ja, mal rein praktisch jetzt gleich schon die 70.000 zusammen haben, nur aktuell keinen Platz, wo ich die geil hinstellen kann. Weiß ich nicht, dafür muss ich noch mal ein bisschen Platz machen. Oder halt erstmal abwarten. Da muss ich jetzt erstmal abwarten. Hafen zu Hof ein. Speicher schließen. So. Zack. Zack. Hof aus zu Hafen. Mein Plucky Lucky. Ne. Der Tod ist ja schon mal ne. Hof aus zur Hafen. Hafen über Verkauf. Und Hafen zu Hof ein. Ah, der Tod. Hab ich mich nur ich ein bisschen vertan. Gerät müsste aufgefüllt werden und Gerät müsste aufgefüllt werden. Das ist doch schön. So, dann machen wir schon mal eben die Investition. Ich habe aktuell keinen Johnny. Und den Klaas, das reicht auch. Bin mal gespannt, ob er es verkauft. Oh, der hat ja gar nicht so viel geschafft. Naja, die Stelle finden wir ja gleich wohl wieder. Dann machen wir den mal eben wieder voll. Na gut, auf dem Stück geht halt auch ein bisschen was drauf, also müssen wir auch mal sagen. Da sind natürlich auch einige Meters, das wird auch mit dem Häckseln relativ spannend. Da sind wir auch einige Stunden am Häckseln. Gehe ich davon aus. Wo ist eigentlich... Ach nee, mein Puma ist vor dem Kipper, genau. Der steht noch an der Mischanlage. An der Mischanlage. Ja, da sind wir auch noch nicht zugekommen. Da sind wir da auch noch nicht zugekommen. Wo wir jetzt gerade hier bei der Mittwochsfolge sind. Ich kann euch bisher noch nicht versprechen, dass wir Satisfactory ab weiterläuft. Warum? Wieso? Weshalb? Weil Maurice und meine Wenigkeit bis zum aktuellen Standpunkt, heute ist der 3.7., noch nicht aufgenommen haben. Wir haben es zeitlich noch nicht geschafft. Deswegen, und heute müsste mit oder heute ist heute das heute die Mittwochsfolge. Mein Gott, ich habe meinen Terminkalender umgehangen. Kurz dritter. Genau, ich habe bis zum 7. oder bis zum 8. Folgen. Ich glaube bis zum 8. So dass es nämlich jetzt das Problem ist, dass ich bisher noch nicht dass Maurice und ich noch nicht weiter aufgenommen haben. Ich weiß nicht, ob wir das noch machen. Ich weiß noch nicht, ob es dann erstmal ausfällt, bis wir wieder Zeit haben. Kann ich euch noch nicht sagen. Grundsätzlich hätten wir so viel zu tun, dass ich rein praktisch auch selbst da ein, zwei Stündchen investieren könnte. Zumindest so eine Stunde, dass ich zumindest bis nächsten Sonntag was voll habe. Das
kläre ich aber noch mit Maurice, ob wir nicht doch vielleicht noch irgendwo eine Stunde herkriegen. Weil eine Stunde würde mir im Endeffekt erstmal ausreichen eigentlich. Join ich jetzt erst. Identifiziere ich erst einmal kurz. Ach ne, gut, der ist noch nicht so weit. Und hier fehlt natürlich der letzte Streifen. Wenn wir jetzt mal ganz kurz sagen: Kraftstoff, Saatgut, Dünger, Gülle, Mist, Kalk, Schmutz, Mutterstoff, Helferbetankung kaufen. Saatgut, Dünger, Gülle, Mist. Wisst ihr was? Wir holen uns jetzt Kalk, wir machen den voll, dann fahren wir wieder hier hin, ziehen die eine Bahn selbst, fahren wieder zurück. Hängen den Kalkstreuer ab, hängen die Sämaschine dahinter und kommen wieder. Plan? Plan. Ah, der Fast Truck hat abgeladen, das ist doch geil. Das ist doch super. 126.000, da kannst du halt einfach nichts zu sagen. Das ist halt einfach ein abartig geiler Preis für Migration. Wir gehen halt auch aktuell davon aus, dass wir das auch wirklich überhaben. Ja, die Kühe sind soweit relativ gut versorgt. Wir haben 102 Kühe gerade im Kuhstall. Da passen noch 398 rein. Von daher wollen wir mal abwarten. Da kommt, denke ich mal, auf jeden Fall noch was. Wir können anfangen auch zu spritzen. Zumindest auf dem Flair, auf dem Schlag. Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen Schlepper überhaupt, wenn ich ganz ehrlich bin. Eigentlich glaube ich nicht, oder? Ja doch, der Puma ist über. Der JCB ist vielleicht nicht mehr über. Aber ich glaube, den JCB lasse ich gleich nochmal in eine Runde fahren. Wollte ja hier wieder voll machen. Stroh ist genug drin. Silage fehlt. Ich weiß gar nicht, was mein Strohbestand sagt, wenn ich ganz ehrlich bin. Mischration hat 2000 Liter. Gras ist 8000. Ja, Stroh haben wir halt Zeit um genug. Haben wir halt satt Holzpellets. Und Pellets sind halt auch ein Preis. Fahren wir die eine Bahn noch selber und tauschen wir Kalkstreu gegen die Sämaschine und dann geht er damit weiter. Müssen wir hier gleich noch spritzen eigentlich? Hui. Ich muss jetzt gleich mal eben kurz in den JCB reinspringen. Will ich nicht. Ich habe zwar gesagt warten, aber wer weiß, ob er tut. Dann machen wir den nochmal voll, dann fährt er nochmal eine Runde, weil wir haben es halt über. Dann nutzen wir das jetzt einfach auch und bauen uns halt wieder kurzen Puffer auf. Ich spekuliere ja immer noch auf so ein LKW, auf so ein Transport-LKW, der fest so eine Mulde dahinter hat, den ich da halt einfach, wo ich dann halt Kurse erstelle, die er mir halt einfach abfährt, wie
Fütter die Tiere, solange bis voll ist, mach dies, füll das und so weiter. Das wäre halt eine Maßnahme. Ah, mein Finger. Das wäre halt wirklich so eine Maßnahme, wo ich halt wirklich am Überlegen bin. Ja, nein, vielleicht. Abfahrer einstellen. Sag mir, wenn du da bist. Gut, aber ich bedanke mich jetzt erstmal schon fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Weitere Folgen auf frischem Marschbestand. Danke. Tschüss.